sind schon wieder in einer völlig unbewohnten Welt gelandet. So finden wir Mama und Papa nie. Es scheint überhaupt keiner hier zu sein. Mhm. Stimmt irgendwas nicht, Joby? Ich spüre viel Lebensenergie. Was ist das? Oh! Euch zu sehen. Seid herzlich willkommen. Ihr befindet euch in der Nacht von Wunderland. Ich bin Fabula. Eine Villa, die unsere Freunde mit trügerischen Verheißungen in ihr Inneres lockte, entpuppte sich als tödliche Falle voller Schrecken. Ich sehe eine Erinnerung, die tief im Herzen bewahrt wurde, lebendig werden und Gestalt annehmen. Im Angesicht der Zerstörung waren es die Gedanken einer Liebe, die dem Albtraum ein Ende machten. Diese Liebe ging vor langer Zeit verloren. Doch jedem Ende folgt ein Anfang und einem Abschied folgt heute die Begegnung mit Ciel, Abschied von Chocobo. Joby,
du toll hingekriegt. Du wirst doch nicht... Du bist aber ein besonders hübscher, mein Freund. Und ich muss sagen, dein Trick, der ist beinahe so kraftvoll wie der des berühmten Ciel. Verzeihung, aber sie können doch unmöglich Chocobaba sein. Hey, sieh mal an, das ist ja eine Pennerfeder. Lasst mich raten, ihr habt Chocobaba getroffen, habe ich nicht recht? Was ist eine Pennerfeder? Sie sind also nicht Chocobaba. Und wer sind Sie dann? Ich heiße Chocoimo. Wie könnt ihr mich nur mit meiner Schwester verwechseln? Ich bin doch viel jünger. Jetzt, wo Sie sagen. Jedenfalls glaube ich das. Was? Sie glauben das nur? Chocobos sagen, dass sie dich alle sehr gern haben. Ich will aber gar nicht, dass sie mich gern haben. Lass mich los! Sind sie immer mit dieser ganzen Chocobo-Herde unterwegs? Sehr gute Frage. Wer weiß? Wissen Sie, wir sind auf der Suche nach den Eltern dieser beiden Kinder. Sie haben sie nicht zufällig gesehen? Sehr gute Frage. Wer weiß? Oh. In letzter Zeit waren wir dauernd auf der Flucht. Da kriegt man nicht viel mit. Auf der Flucht vor diesem Ungeheuer? Oh, nicht nur vor dem. Es gibt noch viele andere, weitaus gefährlichere Monster in Wunderland. Jedenfalls glaube ich das. Mhm. Oh. Ei, Ju, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas Nützliches erfahren. Es wird wohl das Beste sein, wir gehen gleich zur U-Bahn zurück. Ja, verschwindet besser. Wenn Omega auftaucht, wird er nichts von euch übrig lassen. Omega? Ist Omega hier in der Nähe? Sehr gute Frage, wer weiß. Doch wo er auch ist, da zerstört er alles, was seinen Weg kreuzt, alles. Jedenfalls glaube ich das. Jetzt habe ich aber genug von diesem gute Frage, wer weiß, und jedenfalls glaube ich das Quatsch. Omega war das Wesen, das uns in der U-Bahn angegriffen hat. Omega muss den Kampf irgendwie überlebt haben. Entweder das oder... Was ist denn dieses Omega-Ding überhaupt? Entschuldigt, aber ich habe was Dringendes zu erledigen. Augenblick, warten Sie! Wisst ihr noch, was Lou gesagt hat? Einzelne Teile von Omega sind über ganz Wunderland verstreut. Und der Teil, der uns damals angegriffen hat, war die Klaue, nicht wahr? Das bedeutet, dass wir es noch mit viel mehr Teilen zu tun bekommen. Ach, wenn das Ciel hier wäre. Ja. Wer ist das, dieser Ciel? Habt ihr noch nie vom berühmten Ciel Chocobo gehört? Ciel Chocobo? Was für ein Chocobo war er? Er war der unangefochtene Champion beim Chocobo-Rennen in Chocobo City. Das Preisgeld machte ihn so steinreich, dass er ein sorgenfreies Leben hatte und bloß noch auf der faulen Haut lag. Jedenfalls glaube ich das. Und wie hilft uns das bitte weiter? Sehr gute Frage, wer weiß. Die U-Bahn fährt ab. Wir müssen los. Chocoimo, wir müssen... Ihr müsst aufbrechen. Genau. Jedenfalls glaube ich das. Also dann los, wir dürfen auf keinen Fall unseren Zug verpassen. Ja, gehen wir. Chubby. Du möchtest mit ihnen gehen, nicht wahr? Dann geh. Es ist besser so. Wunderland ist ständig in Bewegung.
Wenn du dich ihnen jetzt nicht anschließt, dann könnte es sein, dass du sie niemals wieder siehst. Ich kann dich gut verstehen. Wir möchten auch wieder mit unserer Familie zusammen sein. Das weißt du doch. Keine Angst, wir werden schon zurechtkommen. Na los, lauf! Wir müssen uns beeilen. Die U-Bahn wartet nicht auf uns. Wartet! Das ist das erste Mal, oder? Ob das heißt, dass wir der Außenwelt näher kommen? Nicht zu fassen! Habt ihr das auch gesehen? Ich erkenne die Energie wieder, die von ihm ausgeht. Es ist Omegas Energie. Also dann ist das Omega? Es sieht aber ganz anders aus. Damals hatte uns Omegas Klaue angegriffen. Das hier muss ein anderer Teil seines Körpers sein. Deswegen fährt der Zug über der Erde, weil Omega das ganze Land über dem Tunnel weggesprengt hat. Alles in Ordnung mit dir? Ja. Aber mit Yu nicht. Yu! Yu! Warum bewegt er sich nicht? Yu! Wach auf! Oh, Katze! Ja, er ist es. Helfen Sie ihm! Hören Sie, Sie müssen Yu helfen! Schnell! Was ist denn los? Sind Sie taub oder was? Stehen Sie nicht einfach nur da rum, tun Sie irgendwas! Wir brauchen Ihre Hilfe! Worauf warten Sie denn noch? Wie können Sie nur so egoistisch sein? Ei. Wieso tut er nichts? Mein Glück noch gar nicht fassen. Aber das muss er sein. Der legendäre Ciel-Monolith. Und ich habe schon gedacht, ich werde ihn niemals finden. Ich war bereits kurz davor, die Suche aufzugeben. Aber die Legende ist wahr. Ciel existiert wirklich. Jedenfalls glaube ich das. Was ist? Ihr werdet doch wohl schon mal vom Ciel-Monolith gehört haben. Der geheimnisvollen Kraftquelle, die nur der stärkste aller Chocobos zu aktivieren vermochte. Oh, das darf noch nicht wahr sein. Unzählige Generationen lang war kein Chocobo stark genug, die Säule in Gang zu setzen. So gelangte ihr Standort in Vergessenheit, auch wenn wir sie jetzt wiedergefunden haben. Glaube ich kaum, dass wir viel damit anfangen können. Ich meine, seht euch nur an. Glaube ich das?
diese Energie? Das gibt's ja nicht. Sieh doch, ist das ein Chocobo? Wow. Ich glaub's nicht. Wir fliegen ja. Hast du mich etwa gerettet? Du bist doch Chobi. Oder etwa nicht? Huh? Dieser Vogel. Er war deine Rettung. Das ist Chobi. Er ist wieder zurückgekommen. Und er hat sich in den CL-Chocobo verwandelt, um uns aus der Patsche zu helfen. Wahnsinn. Und, was für tolle Superkräfte hat er sonst noch? Er sagt, dass er fliegen kann. Oh. Ist das alles? Wow! Es hat sich bewegt. Soil, gib mir Magie! Magoon ist bereit. Komm schon. Um dich zu bekämpfen, wurde das richtige Soil gewählt. Das ist die Erde, der alles entstand. Gaia Brown. Das ist die geheime, schlafende Leidenschaft. Deep Vermilion. Und schließlich der nie versiegende Quell des Lebens. Evergreen. Verbrenne. Ich rufe dich, Titan! Bestimmt kann er sich immer nur für kurze Zeit verwandeln. Also für einen Vogel hast du reichlich spät fliegen gelernt, wenn du mich fragst. Oh? Jetzt können wir absolut sicher sein, dass es wirklich der gute alte Chobi ist. Omega, ich frage mich, ob KC den Kampf überstanden hat. Um ihn musst du keine Angst haben. Der passt gut auf sich auf. Wie sieht's aus, Chobi? Willst du nicht wieder zu deinen Freunden zurück? Und was hat er gesagt? Dass er es nicht verantworten kann, uns allein zu lassen. Vielen Dank, Chobi. Danke. Wo kommen denn diese ganzen tollen Sterne her? Keep me.
Grenzenlos. Hört meine Prophezeiung. Pilze, Pilze, Pilze. Die Handlanger des Bösen sind auf der Suche nach Omega. Aber der Zorn des Magun wird sie treffen. Fungus. Ewiges Leben. Ich führe euch weiter durch Final Fantasy Grenzenlos.